Die kompletten Regeln zu Gloomhaven, die Pranken des Löwen, einfach erklärt, ab geht's. Die Regeln zu Gloomhaven, Pranken des Löwen werden in einem 5-stufigen Tutorial erklärt. Das heißt, zu jedem Szenario habe ich ein eigenes Video gemacht. Falls das hier noch nicht das Richtige ist, was du suchst, ich habe alle anderen in der Videobeschreibung verlinkt. In Szenario 5 werden wir zum ersten Mal gegen einen Boss kämpfen. Bevor wir uns dem widmen, bauen wir aber wie üblich das Szenario auf. Auch hier haben wir wieder ein ergänzendes Teil. Das kommt hier oben dran. Es gibt zwei Türen. Das heißt, wir bauen nur die Monster auf vor der Tür. Schätze gibt es und Fallen, die Schaden verursachen. Die kennen wir schon. Es gibt jetzt aber auch einen neuen Typ. Diese Art Fallen, die machen nur Statuseffekte drauf, und zwar Verwirrung und Gift. Die erkennen wir hier dran. Die markieren wir uns jetzt nicht mit Schadensmarkern, sondern legen einfach diese Statuseffekte schon mal drauf als Erinnerung. Die bekannten Schadensfallen finden wir auch in diesem Szenario. Die markieren wir wie üblich einfach mit dem Schadensmarker. In dem Szenario treffen wir auf Fanatiker und Chaosdämonen. Also die legen wir auch bereit und platzieren bis zur ersten Tür die bereits benötigten Monster. Wie bereits angesprochen, treffen wir in diesem Szenario auf den ersten Boss, das Blutgeschwür. Den werden wir aber erst später platzieren, wenn nämlich die letzte Tür aufgedeckt wird. Bosse sind im Grunde eigentlich auch einfach nur Monster. Also sie haben auch ein Fertigkeiten-Deck. Für alle Bosse nimmt man dieses Fertigkeiten-Deck, wo Boss draufsteht. Sie haben aber eine spezifische Charakterkarte. Da stellen wir auch Level 1 ein. Und natürlich einen Initiative-Marker. Der wird auch einfach einsortiert, je nachdem, was die Fertigkeitskarte zeigt. Die Materialien des Bosses kommen also auch hier in die Monsterecke. Und für den Boss werden auch Modifikationskarten hier von diesem Monster-Deck gezogen. Alle Bosse verwenden ein allgemeines Boss-Fertigkeitskartendeck. Der Großteil dieses Decks besteht aus Karten wie Spezial 1 oder Spezial 2, was bedeutet, dass der Boss in seinem Zug eine seiner beiden Spezialfähigkeiten einsetzt. Diese besonderen Fähigkeiten werden auf der Wertekarte des Bosses beschrieben. Bosswerte basieren oft auf der Anzahl der Charaktere, die durch diesen Buchstaben C dargestellt werden. In dem Beispiel hätte er zum Beispiel Lebenspunkte 10 mal die Anzahl der Charaktere. In unserem Fall 2 Charaktere, also 20 Lebenspunkte. Bosse sind häufig auch immun gegen bestimmte negative Zustände. Die sieht man auch auf der linken Seite hier auf dieser Wertekarte. Bei diesem Boss ist jetzt speziell zu beachten, dass der vom Bewegungswert einen Strich hat. Also der Grundwert ist gar nichts. Das heißt, er kann sich dann auch mit den Fertigkeitskarten, wenn die gegebenenfalls eine Bewegung mehr geben, überhaupt nicht bewegen. Durch Schieben und Ziehen könnte man ihn aber bewegen. Das sind bereits alle Regeln, die ihr wissen müsst, um losspielen zu können. Noch ein wichtiger Hinweis: Das Ziel ist diesmal nur den Boss zu töten. Das heißt, es müssen nicht alle Gegner getötet werden. Nachdem wir den Prolog gelesen haben, schauen wir auf jeden Fall nochmal auf die Sonderregel. Der Boss hat nämlich eine besondere Mechanik, und zwar beginnt er verwundet, hat bereits C mal 4 Schaden, also Anzahl der Charaktere mal 4, bei uns also 8 Schaden. Und wann immer eine Figur Schaden erleidet, heilt er sich um diesen gleichen Betrag, sobald er dann volle maximale Trefferpunkte hat. Ist das Szenario gescheitert. Und vergesst auch nicht die neuen Kampfziele, die wir im letzten Szenario kennengelernt haben. Jeder Charakter bekommt von denen 2 Stück und sucht sich eins aus, was er dann versucht zu erreichen. Nach dem Abschluss des Szenarios lesen wir uns natürlich wieder den Epilog durch und schauen natürlich auch auf die Belohnung. Hier gibt es jetzt für jeden Charakter 25 Erfahrungen. Das führt jetzt zu einem Stufenaufstieg, den schauen wir uns gleich an. Und natürlich schalten wir auch wieder einen neuen Ort frei, womit es dann gleich weitergeht. Wir schließen wie üblich das Szenario ab, also schauen auf unser Gold, was wir gesammelt haben, übertragen die Erfahrungspunkte plus halt den Bonus für das Level, schauen, ob wir unser Ziel hier erreicht haben, das Kampfziel, würden gegebenenfalls dann hier ein Häkchen abhaken. Wenn wir 3 haben, können wir uns eine Verbesserung suchen. Und bei der Erfahrung schauen wir jetzt, wir haben die 45 erreicht und schalten damit Level 2 frei. Was das heißt, erkläre ich jetzt. Jedes Mal, wenn wir eine Stufe aufsteigen, gibt es ein paar Schritte, die wir durchgehen. Als erstes dürfen wir uns neue Fertigkeitskarten aussuchen. Das heißt, aus dieser Charakterbox schauen wir in unsere verfügbaren Karten und dürfen uns eine Karte von den 2 möglichen Stufe 2 Fertigkeitskarten aussuchen. Also man sieht hier oben die 2. Von denen dürfen wir jetzt eine behalten. Die kommt dann in unser Fertigkeiten-Deck und steht uns zur Verfügung, wenn wir dann am Anfang des Szenarios aussuchen, welche Karten wir mitnehmen wollen. Bei jedem Stufenanstieg dürfen wir immer aus den Karten auswählen, die unserer Stufe entsprechen, plus die, die wir vorher nicht genommen haben. Also wären wir jetzt bei Level 3, dann hätten wir die beiden zur Auswahl von Stufe 3 und noch die Stufe 2 Karte, die wir vorher nicht ausgewählt haben. Ebenfalls dürfen wir uns eine Verbesserung ankreuzen, das heißt, mit jedem Stufenaufstieg verbessern wir auch unser Modifikationsdeck.
Ebenfalls erhöhen sich jetzt auch unsere Trefferpunkte. Das heißt, auf Stufe 2 starten wir jedes Mal mit 9 Trefferpunkten. Diese gesammelte Erfahrung, die geht nicht verloren. Das heißt, wir sammeln einfach immer weiter Erfahrungspunkte. Und jedes Mal, wenn wir halt eine Schwelle überschreiten, dann haben wir auch diese Stufe erreicht. Da unsere Charaktere jetzt auf Stufe 2 sind, könnte man meinen, dass auch die Monster jetzt sich eine Stufe erhöhen. Das ist noch nicht so. Die Szenario-Stufe, aktuell Stufe 1, und daraufhin abgeleiteten Monsterstufen, Goldwechselkurse, Fallenschaden und auch Bonuserfahrung, die wird wie folgt berechnet. Und zwar nimmt man die durchschnittliche Stufe aller Charaktere geteilt durch 2 und das aufgerundet. So, aktuell sind wir alle Stufe 2, das heißt Durchschnittslevel 2 geteilt durch 2 ist immer noch 1, deswegen auch das nächste Szenario immer noch auf Stufe 1. Es sei denn, wir würden gerne die Stufe etwas schwieriger haben, also das Level, dann erhöhen wir das einfach um 1. Wenn uns das zu schwierig wird, können wir auch einmal eine Stufe runtergehen. Erst wenn unsere Charaktere auf Stufe 3 sind, dann hätten wir auch Szenario Stufe 2, da Durchschnittswert der Charaktere Stufe 3 ist, geteilt durch 2 sind 1,5, aufgerundet ist dann Szenario Stufe 2. So, das heißt, dann auf Stufe 2 sind auch die Monster auf Stufe 2. Das heißt, wir drehen das dann nächsten Mal auf die 2. Wir bekommen aber auch mehr Gold, die Fallen machen mehr Schaden und es gibt für Szenario auch mehr Bonuserfahrung. 8 statt 6. Ab Stufe 3 erhöht sich auch die Anzahl der Kleinkramgegenstände, die ihr mitführen könnt. Hier ist die Regel, für jeden Charakter kann man Kleinkramgegenstände in Höhe seiner halben Stufe aufgerundet in ein Szenario mitbringen. Sobald ein Charakter Stufe 5 erreicht, öffnet man für diesen ein zusätzliches Fertigkeitskartendeck. Das erhält dann die Fertigkeitskarten für die höheren Stufen und auch eine spezielle Anweisung. Wenn dann mal ein Spieler bei einer Partie nicht anwesend sein kann oder auch mal ein neuer Spieler hinzukommt, dann ist das kein Problem. Ihr könnt einfach beliebig dann Spieler hinzufügen oder entfernen. Das Spiel ist ja für 2 bis 4 Charaktere ausgelegt. Das heißt, auch da könnt ihr variieren, da sich ja immer die Szenariostufe nach der Durchschnittsstufe der Charaktere richtet. Also kein Problem, mal jemanden hinzuzunehmen. Neue Charaktere fangen dann halt auf Level 1 an, also bekommen nur die Karten der Stufe 1 und die X-Karten. Der Rest spielt dann einfach mit einer höheren Stufe, also mit seinen besseren Karten. Das ist überhaupt kein Problem für das Spiel. Der Spieler muss halt nur die Regeln lernen. Wenn es euch beim Aufbau eines bestimmten Monstertyps mal passieren sollte, dass die Aufsteller ausgehen, weil zum Beispiel welche nachspawnen, aber ihr noch nicht genug getötet habt, dann platziert einfach alle, die ihr habt, beginnt dann mit den Elite-Monstern und ignoriert einfach den Rest. Ihr werdet auch auf Monster stoßen, die selber als Fertigkeit Beute einsammeln. In dem Fall kommt das einfach dann in den Vorrat zurück. Wenn ihr euch mal unsicher seid, wie sich Monster bewegen, dann schaut ins Glossar Seite 26. Dort gibt es ganz viele Beispiele, wie sich Monster in bestimmten Situationen verhalten. Manche Szenarienbelohnungen können auch den Zugriff auf andere Szenarien sperren. Das heißt, es wird Momente geben, wo ihr euch für einen bestimmten Weg entscheiden müsst und gegebenenfalls ein paar Szenarien nicht spielen könnt. Das ist völlig normal, ihr werdet nicht alle Szenarien in einer Kampagne spielen können. Einige Fertigkeiten beziehen sich auf leere Felder. Ein Feld ist leer, wenn es sich innerhalb der Grenzen eines Szenarios befindet, kein schwieriges Gelände ist und keine Figur, kein Hindernis, kein Ziel und keine Falle enthält. Offene Türen, zerstörte Hindernisse und zerstörte Zielobjekte gelten als leere Felder, es sei denn, auf dem Feld befindet sich eine Figur oder eine Falle. Wenn du Lust hast auf weitere Videos zu Gloomhaven Pranken des Löwen, hau das einfach mal in die Kommentare, vielleicht irgendwelche Charakterguides oder so. Wenn es weitere Videos gibt, werde ich die auch hier verlinken. Ansonsten viel Erfolg bei der Kampagne und bis bald.